Guten Morgen, meine lieben Freunde, und willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft zusammen mit mir an diesem wunderschönen Tag. Und Leute, was soll ich sagen? Warte mal. Ist es schon das, was ich denke, was es ist? Kann es sein? Ist es möglich? Oh mein Gott! Ja, die Post ist da! Die Post ist da, Leute! Let's go! Lass uns mal runterschauen, denn ich habe heute etwas ganz, ganz Besonderes bestellt. Und es wurde geliefert. Ich glaub's nicht. Das darf nicht wahr sein. No way! Diese riesige Box, ein großes Geschenk, Freunde. Und zwar ist das hier eine Verwandlungsmaschine. Lieber Nutzer, um die Verwandlungsmaschine zu bedienen, wirf einen Mob-Drop auf die Rückseite in den Trichter. Okay, 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 okay. Und anschließend betritt die Maschine und drücke auf Start. Okay, das klingt einfach. Drücke Knopf, um zu starten. Ja gut, alles klar. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Mob-Drop und dann können wir uns in jeden Mob verwandeln, in den wir uns verwandeln wollen. Und ich würde sagen, wir starten als erstes mal damit, ich weiß noch nicht, was zu werden, aber auf jeden Fall will ich meine Freunde pranken. Also was könnten wir Flo pranken? Ich glaube, lass uns mal kurz schauen, aber ich glaube, ich habe hier etwas in der Küche, was du hier brauchen könntest. Schinken? Warte, ich könnte mich theoretisch in Schwein verwandeln, Schinken. Kann ich eine Scheibe von dir abschneiden? Kann ich mir kurz die Scheibe schon die abschneiden, Schinken? Da kann ich mich in ein Schwein verwandeln. Aber das ist nicht besonders gruselig. Das hilft uns nicht, ja? Schinken, hilft uns hier gerade nicht weiter. Es geht nicht. Denn ich habe hier aber noch was. Und zwar Schwarzpulver. Leute, und ihr wisst ja, von welchen Mobs kommt Schwarzpulver? Von Creepern. Yeah. Das heißt, theoretisch müsste es eigentlich klappen. Ich werfe das mal rein. So, zack. Dass ich mich hier heute in einen Creeper verwandle. Und deswegen würde ich sagen, wir testen das Ganze jetzt einfach mal aus und schauen mal, ob es was wird. Let's go. Und zack. Was geht hier ab? Hat's geklappt? Ist es vorbei? Warte mal. Ich hab keine Arme mehr. Warte mal. Ich kann nichts mehr machen. Meine Arme sind weg. Leute, ich hab keine Arme mehr. Aber dafür bin ich jetzt ein Creeper geworden. Oh yeah! Ich kann nur nichts mehr machen. Ich kann nichts abbauen. Ich kann überhaupt nichts tun. Oh Mann, Freunde. Das Leben ohne Arm ist echt schwierig. Aber ich habe dafür vier Beine. Sehr kurze Beine. Vier sehr kurze Beine. Und kann ich's tun, Leute? Glaubt ihr, ich kann's tun? Glaubt ihr, es ist möglich? Oh mein Gott! No way, ich kann explodieren. Okay, okay, okay. Das wird auf jeden Fall ein großes Spektakel. Warte mal, hier vorne steht ein Fenster offen bei Flo. Ist ja... Warte mal. Wir können ihn zur Tür locken, indem ich einfach klingel. Mit meinen Füßen muss ich klingeln, weil ich das nicht kann mit meinen Händen. Die sind nämlich nicht vorhanden. So, hallo? An die Tür geht. Ja, geht's. Fester. Hier rein, schnell. Ist er durch? So, dann stelle ich mich einfach hier so in seinen Keller und dann wird er sich richtig erschrecken, wenn ich da... Kann ich mal die Tür schließen? Komm schon. Hier unten bin ich. Komm hier runter. Ich verstecke mich. Was zum... Wie kommt ihr hier ran? Warte. Oh mein Gott. Oh nein, seine Gemälde, ich mache hier alles kaputt. Oh. Flo! Na warte, ich hol die Bratpfanne. Oh nein, nicht die Bratpfanne, nicht die Bratpfanne. Ah, ich muss mich zurück verwandeln. Schnell! Ah, okay. Flo? Warte, was soll das denn? Ich dachte, warte mal. Wir müssen aufpassen. Wieso? Hier ist irgendwo ein Creeper. Flo, das war ich und warum hast du gerade einen Drachenkopf aufgesetzt? Vor dem haben Creeper Angst, weißt du es nicht? Creeper haben Angst vor Drachenköpfen? Ja. Nein, Flo, das war kein echter Creeper. Du bist einfach so ein riesigen Kopf. Das war kein echter Creeper, das war ich. Denn ich habe... Wie du? Ich habe eine Verwandlungsmaschine bestellt und ich kann mich jetzt in jeden Mob verwandeln, in den ich mich verwandeln möchte. Oh ja. Wie bestellt man denn eine Verwandlungsmaschine? Na, auf Amazon, wo denn sonst? Ich bestelle mir auch eine, tschüss. Ich hab, warte mal, du kannst auch meine mit benutzen. Ich mach die Bilder wieder ran, gib mal her, ich weiß, wie die waren. Das eine war hier, ja, das war ungefähr so. Das andere war hier. Oh mein Gott, das heißt, wir haben endlose Möglichkeiten. Warte mal, willst du, ich wollte Ryan jetzt eigentlich pranken gehen. Ich wollte mich jetzt wieder verwandeln gehen und ich wollte Ryan dann erschrecken, weißt du? Ich habe ja dich erschreckt. Warte mal, wie funktioniert diese Maschine?
Na, man muss einen Mob Loot reindroppen. Ich schau mir das mal an. Kann ich zu einer Melone? Ich bin schon eine Melone. Kann ich zu einem Schnitzel werden? Weiß ja nicht, wenn du. Aus was für ein Tieren wird denn Schnitzel gemacht? Aus Schwein oder aus Kühen? Aus Schnitzel. Aus Kälbern, oder? Ich weiß es nicht. Also wenn du das da reindroppst, vielleicht. Aber aber hast du nicht gerade einen Drachenkopf gehabt? Oh nee, das ist keine gute Idee. Doch, easy! Nein, das ist keine gute Idee. Nein, weiß eh nicht, wie man mit Betten diesem Airport. Nee. Wir verwandeln uns hier nicht in den Enderdrachen, das ist ein bisschen too much. Wir können sein ganzes Haus sprengen damit. Du musst es hinten reindroppen. Wir wollen nicht Ryans ganzes Haus sprengen. Wir wollen ihn nur ein bisschen erschrecken, okay? Nein, hör auf, das reinzudroppen. Hör auf, mach das nicht. Lass doch irgendwie einen anderen Mob verwandeln. Hast du noch irgendwas da? Irgendwelche Mob-Items? Nee, das geht schon. Ich will kurz Drache werden. Nein, Flo! Oh mein Gott, tu das nicht. Ja, dann lass mal was Leichteres suchen. Okay. Wie, ja, was denn zum Beispiel? Was gibt's denn noch für Monster? Haben wir irgendwas da? Warum steht Ryan da auf dem Haus rum? Guck mal rum. Sonst lass doch kurz zu Lars gehen. Der hat doch safe Knochen, oder? Stimmt. Das sieht bei dem, da können wir nämlich Ryan als Skelett vom Dach da runterschießen. Das wäre doch voll funny. Guck mal, hier auf dem Friedhof sind aber auch schon Knochen. Können wir die abbauen? True. Ja! Let's go, nimm die Knochen. Oh, stimmt, oder ein Skelettschädel, das ist auch smart. Ja, perfekt. Und dann lass es mal in die Maschine reinwerfen. So, dann können wir jetzt hier nämlich den Knochen reinwerfen. Flo, hast du den Zombie-Kopf? Den Skelettkopf, mach mal rein da. Aber ich glaube, dann bin ich zu Lars. Wahrscheinlich. Okay. Dann müssen wir jetzt nämlich hier rein. Komm rein, genau, stell dich hinter mich. Genug Platz ist ja. Und, weg da! Ich muss doch den Knopf drücken können. Genau, und dann würde ich sagen, let's go! Ich fühle mich so groß. Was ist denn jetzt los? Hä? Oha, was ist denn jetzt? Oh mein Gott, Flo. Du bist so grün. Hat sich das irgendwie mit deiner Melonen-DNA oder Gott, so? Oh mein Gott, ich habe alle meine Muskeln verloren. Oh nein, das ganze Fleisch ist dir von den Knochen gefallen. Aber weißt du, was wir jetzt noch brauchen, Flo? Was? Wir haben keine Bögen. Wir müssen Bögen holen gehen. Ja, jetzt haben wir auch endlich Bögen, Leute. Und können schießen. Hä? Doch nicht auf mich. Ups. Aber Skelette müssen zurückschießen. Wenn jetzt müssen wir uns töten. Au. Okay, lass mal schauen, ob wir Ryan da irgendwie runterkriegen. Aber nicht zu laut. Sonst hört ihr noch, dass wir das sind, oder? Mal gucken. Habe ich Aim? Ja. Was war das? Komm schon. Ist er runtergefallen? Warum sind Skelette hier? Es ist doch Tag! Warte, haben wir ihn? Haben wir Ryan gerade getötet? Ich glaube, ich habe ihn gekillt. Übrigens ist er hier. Nimm das. Oh mein Gott! Damit es dir nicht zu warm wird. Was da? Ah, war man nicht. Stimmt, wir brennen ja tagsüber. Na, ich nicht, weil guck mal, ich habe hier so einen Hut. Ja, du hast einen Hut auf. Warte mal, lass mal gucken, wo Ryan ist. Ist der wieder gespawnt? Warte mal, Leute. Ryan, bist du zu Hause? Oh. Wenigstens habe ich wieder Arme, Freunde. Wir haben endlich wieder Arme. Oh. Nein. Oh, stimmt. Warte, wir müssen uns zurückverwandeln. Flo, verwandle dich schnell zurück. Ah, ich bin wieder ich selber. Ryan? Wie? Ryan Cole? Ryan, keine Sorgen. Ihr müsst aufpassen, hier waren Skelette. Mach die Tür zu. Ja, ich habe die gesehen. Ja, die hatten Bögen und alles, Mann. Die haben dich geschossen. Nein, der stirbt doch gleich schon wieder. Nein, Ryan, das waren wir. Wir haben uns nämlich verwandelt. In Skelette. Ja. Siehst du das da draußen? Guck mal. Siehst du das da hinten, das Weiße? Was ist das denn? Eine Verwandlungsmaschine. Ryan, ich muss jetzt mal erzählen. Was? Ich habe eine coole Idee. Ja. Und zwar haben wir uns nämlich verwandelt in Monster und dich geprankt. Und ich muss jetzt nach Hause. Die Kekse im Ofen sind fertig. Wir sehen uns. Ciao. Kekse? Ich will auch... tschüss. Naja, bis dann. Mach's gut. Ich wollte nämlich noch Kekse machen, Leute. Ich habe die noch gar nicht in den Ofen getan, aber ich habe Hunger. Und ich habe hier nämlich schönen Keksteig im Kühlschrank. Und den können wir jetzt theoretisch... Wie kann ich das nicht kochen? Ich will es doch gar nicht kochen. Ich will es in den Ofen machen. Dann mache ich das in die Pfanne. Dann mache ich die Kekse einfach in der Pfanne, wenn das hier nicht geht. Mir doch. Hä, was hört ihr da? Das klingt ja, als wenn das. Hä? Da ist da draußen irgendjemand? Okay. Leute? Also. Was ist da draußen los? Hallo? Habt ihr es gehört? Da war irgendwas. Da
Draußen ist irgendwas. Ist hier irgendjemand? Hallo? Oh Gott, oh Gott. Schink, ich hab... Guck mal, da ist jemand an der Tür. Was zum... Nein! Zombies! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Hilfe! Bleib weg von mir! Ah! Oh mein Gott, nein, 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 nein. Die steckt mich doch an mit dem Zombie-Virus. Nein! Zombies können doch gar keine Türen öffnen! Geht weg von mir! Hilfe! Nein! Lass mich in Ruhe! Nein! Ah! Nein! Was zum... Leute? Oh, ihr seid das nur! Ach Mann, ich hab nicht dran gedacht gerade! Oh Leute! Nicht euer Ernst! Oh mein Gott, ihr seid Zombie! Ein Zombie, nein, pass auf, Flo! Das ist meine Verwandlungsmaschine, ihr könnt die nicht einfach benutzen! Ihr habt da ein paar Pfeile. Ja, haben wir aber. Ja, klasse. Das ist aber toll. Die funktioniert übrigens einwandfrei, nur falls du dich gefragt hast. Ja, das ist schön, dass sie funktioniert. Ist mir aber auch schon aufgefallen, dass sie funktioniert. So sind meine Kekse mittlerweile fertig. Ja. Wollt ihr welche essen? Kekse? Ja, Kekse. Hier, Ryan. Wo ist Flo? Keine Ahnung. Der war gerade noch oben. Der war gerade noch oben. Hast du es gehört? Ja. Kam das von oben? War das Flo's Magen? Ich glaube, das war sein Magen. Der hat bestimmt Hunger. Auch, dass das sein Magen war. Flo, wir haben Kekse. Oh? Hörst du das nicht? Wo ist er? Oh mein Gott, nein! Das ist Flo. Oh Mann, Leute, das ist so eine Flo, jetzt hör auf. Hier, nimm mal ein paar Kekse. Jungs, was macht ihr hier? Flo? Oh mein Gott, das ist echt der Hoglin. Nein! Hilfe! Oh nein! Warte, wir müssen Schinken retten! Schinken! Nein! Oh mein Gott, Schinken, lauf! Lauf, 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 lauf! Du musst schnell weg hier! Oh, wie kommt denn hier ein echter Hoglin rein, Leute? Das darf doch nicht wahr sein. Leute, das war's an der Stelle mit dem heutigen Video. Lasst ein Like da, schaut unbedingt bei Flo und bei Ryan vorbei. Wir sehen uns beim nächsten. Und Asta, La Pasta! La Pasta!